Yo, willkommen zu Crunk MMA, los geht's! Leute, werdet Teil von Crunk MMA, jede Woche 2 Videos, lasst ein Abo da oder ich komme euch suchen. Bleibt bis zum Ende, es ist soweit. Robert Whittaker vs. Israel Adesanya 2 dauert nicht mehr lange. Die UFC 271 holt sich Adesanya das Ding zum zweiten Mal oder schafft es Whittaker die Welt zu schockieren. Ich bin extrem gehypt, ich denke ihr auch. Bleibt dran. In der Nacht auf Sonntag, den 13. Februar, geht's ab. Endlich kämpfen Robert Whittaker und Israel Adesanya zum zweiten Mal gegeneinander. Der erste Kampf ist Geschichte. Das Aufeinandertreffen bei der UFC 271 wird jetzt entscheidend sein. Entweder schließt Israel Adesanya das Kapitel ab oder Robert Whittaker bändigt die Stylebender und es kommt zum dritten Kampf. Es wird sich zeigen, ob Robert Whittaker in seinen letzten 3 Kämpfen nach der ersten Israel Adesanya-Niederlage wenig oder viel mitnehmen konnte durch seine Siege gegen Darren Till, Jared Cannonier und Calvin Gastelum, The Reaper, wird, wenn er eine Chance gegen den Stylebender haben will, Ruhe bewahren müssen. Emotionsgeladen können wir Robert Whittaker die Lichter sogar noch früher ausgehen als beim ersten Mal. Schließlich hat nicht nur er dazu gelernt, sondern auch Israel Adesanya, der sogar auch, wenn verloren, einen Debütkampf im Light Heavyweight gegen Jan Blachowicz hatte. Israel Adesanyas Schlagauswahl, Kraft, Genauigkeit, sein Rhythmus, die Leichtfüßigkeit, seine 80 cm Reichweite und seine Distanzkontrolle werden wieder Probleme bereiten. Der Punkt Fight IQ geht außerdem an Israel Adesanya. Wie er Gegner lesen kann, ist gruselig. Robert Whittaker wird einen Blitzstart gleich in der ersten Runde brauchen, clever verpackte Takedowns und ganz wichtig, keine Emotionen. The Reaper muss schon fast mit einem gewissen Risiko beginnen, aber das ist seine beste Chance. Die erste Runde wird für ihn die wichtigste sein und kann den Rest des Kampfes in eine andere Richtung lenken, sollte es von Runde zu Runde gehen. Wird das Zeitfenster Robert Whittakers für Erfolg enorm schrumpfen und sich zugunsten von Israel Adesanya auswirken. Die MMA-Community ist auf jeden Fall auf der Seite von Israel Adesanya und sieht ihn als erneuten Sieger. Auch auf Tapology wird der Kampf nicht anders gewertet. Israel Adesanya wird als Gewinner durch K.O. gesehen. Auf der UFC 271 Fightcard sind des Weiteren Derek Lewis vs. Tai Tuivasa im Heavyweight, Jared Cannonier vs. Jared Bronson im Middleweight, Alexander Hernandez vs. Renato Muciano im Leichtgewicht und Bobby Green vs. Nasrat Haqparast auch im Leichtgewicht zu sehen. Wenn ihr euch den Kampf gönnen wollt, dann holt euch The Zone. Die Mitgliedschaft kostet monatlich 29,99 €. Ihr habt das komplette Paket zur Verfügung, könnt aber jederzeit kündigen. Hat dir das Video gefallen? Ja, nein, entscheide selbst. Wir sehen uns am Dienstag und am Samstag, was auch immer ich mache.